Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dark Souls. Ja, auch mit mir wieder dabei. Yeah, ja, sonst wäre es ja kein Together und dann wäre es auch nur halb so schön. Oh. Ja. Und ohne dich wäre es nur halb so fail. Genau. Oh. Also viel erfolgreicher und du hättest das Spiel wahrscheinlich in 10 Parts durch. Quatsch. Aber okay, wir sind... Speedrun. Gibt's auch. Wir sind den Ruinen von Neulondo. Ja, danke für den Spoiler. Ich bin da nämlich noch nicht. Achso. Ja, ich schon. Ja, das ist unter dem Feuerbandschrein. Hier waren wir schon mal und haben uns Zauber besorgt bei dem Kerl, der irgendwo dahinter Gittern sitzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe. Aber ich war da auf jeden Fall schon mal. Aber hier war ich noch nicht. Hier geht es dann nämlich auch weiter. Genau. Ich mach dich einmal kurz leiser, weil du schreit mir wieder ins Ohr. Ach, du stehst doch drauf. Naja. Okay, und ja, ich wurde schon gewarnt, wir müssen uns hier mit etwas ausrüsten, das sich dann nennt Wanderfluch, den wir zum Glück dabei haben. 6 Stück. Ja, ich habe mir gleich den Ring angelegt für mehr Gegenstände, da ich Panik habe, dass diese 6 Wanderflüche nicht reichen. Und ja... Genau. Ja, ich hab den. Wäre nämlich dumm da. Ich hab den natürlich nicht. Das heißt für mich, ich muss damit auskommen. Ja, du musst damit auskommen, aber es könnte ja sein, dass ich noch ein paar finde. Dann kann ich dir damit aushelfen. Ja, aber wir müssen den Abschnitt ja jetzt alleine spielen, oder? Ja, und das sind auch schon die sogenannten Geister. Und die kann man erst angreifen, wenn man den Wanderflug benutzt. Genau. Musst du auch immer drauf achten, weil irgendwann ist dieser Wanderflug natürlich weg. Ja. Oh, die sind unser Ziel ist ganz einfach, wir müssen hier das Wasser abstellen. Okay. Ich sehe schon kommen, das wird mir bestimmt so verwinkeln und ich werde mich total verlaufen. Ja, das geht mir auch so in dem Fall. Okay, dann halt gut Glück. Oh, da habe ich was. Wanderflug 2. Wunderbar. Ich vertraue meinem nicht vorhandenen Instinkt. Ja, und ich habe meine Zauber so ausgerüstet, dass ich ein bisschen mehr zur Verfügung habe wie normal. Sind die Geister denn gefährlich? Weil ich meine, die sind sehr schwach von der Verteidigung her. Die Masse macht. Das stimmt natürlich. Das ist auch die große Gefahr bei Zombies übrigens. Oh shit. Vor allem haben die Angriffe hier gehen äußerst weitläufig. Oh, kommen sie aber auch alle jetzt auf einmal. Ja, aber genau das ist die Gefahr da dran. Die kommen nämlich dann sehr schnell, sehr viel auf einmal. Ach, das ist kein Problem. Boah, da ist ja noch einer. Ich glaube, wir sind gerade beide an der gleichen Stelle. Was ist denn jetzt? Oh, eine Wendeltreppe. Meine Schutzmaßnahmen mal wieder benutzen. Da liegt ein Item. Da liegt ein Item. Und da ist ein Tor mit Nebel. Ja, dann läuft er durch. Du bist weiter wie ich sogar. Alter. Ach, dann kommt er jetzt von links, genau. Stimmt. Von links aus der Wand. Kam gerade bei mir einer, der wollte mich da runterstoßen. Da bin ich geschafft. Jetzt kommt doch aus der Wand raus. Okay, da ist das Tor, da gehen wir dann gleich weiter. Gibt es denn hier noch irgendwas zu finden? Oh, 2 Wanderflüche, sehr schön. Okay, da liegt auch noch ein Item. Mit einem Bewachergeist. Wanderflüche haben wir ohne Ende. 13 Stück bisher. Ah, ich habe 9. Ich hatte gerade einen Geist, der hat ein bisschen mehr ausgehalten und geschrien. Ah, es kann sein, dass du dort jetzt diese Waffe findest, die ich dir erzählt habe. Oh. Nee, da habe ich einen Wanderflug gefunden. Oh, okay. Ach nee, hopp. Okay. Da liegt nur ein Item, da auf der anderen Seite war ich eben. Ah, was zur Hölle. Warum konnte ich dem jetzt nur mit Magie was abziehen? Toll, wie soll ich denn an fliegende Geister dran kommen? Mit Magie? Nö, ich komme nach einer Zeit auch runter. Dass ihr Todesurteil ist. Okay, da geht's auch nach unten, aber ich gehe erstmal hier oben weiter lang.
Ja, wunderbar. Vielleicht ist mein Stufe 15 habe ich jetzt. Ich gehe hier ab. So, dann erzähl doch mal, wie bist du das erste Mal drauf gekommen, dass man hier einen Wanderflug braucht? Du bist doch bestimmt hier reingelaufen und wusstest nicht, dass man einen Wanderflug braucht, um Geister zu besiegen, oder? Ganz einfach. Weil es in der Beschreibung drin steht. Also hast du dir beim ersten Mal spielen einfach vorsorglich alles gekauft, was du findest? Und ein bisschen hier rein? Nee, ich habe 2 Stück gefunden und habe dann dadurch rausgefunden, dass man diese braucht. Aber der Fakt ist, du bist nicht hier reingekommen direkt mit dem Wissen, hey, ich brauche hier Wanderflug. Nee, ich dachte am Anfang, what the fuck, was geht denn hier ab? Warum können die nicht getötet werden? Da seht ihr es, auch der größte Pro war mal ein Anfänger. Na, ich glaube. Toll. Hier ist ja die Leder da weg. Toll. Ich werde von Sachen angegriffen und ich sehe sie nicht. Ich hasse Geister. Forget it, du scheiß Krüppel. Forget it. Forget it ist die Vergangenheitsform. Ja, war ja auch vergangen. Ach du Heiliger, jetzt wird's langsam komplex. Und 2 weitere Wanderflüchtlinge. Ich lauf einfach. Ich habe keine Ahnung wohin, aber ich lauf einfach. Vielleicht ist da unten rechts, sind die gerne. Da! Feuerball! Boah, das ist ja sehr effektiv gegen die. Dann achten wir schon mal drauf, weil bei mir ist gerade ein Wanderflug. Oh. Yep. Oh, hier ist ein Item. Seele. Oh, hier ist auch eine Sackgasse. Das heißt, hier sind wir nicht richtig. Das ist der Sinn einer Sackgasse. Oh, Leute! Leute! Ich häng fest! Oh, ich bin tot. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, das kenne ich. Ich häng komplett fest. Wahrscheinlich in dem Raum, wo ich dir erzählt habe, wo tausende von diesen Putzis auf einmal auf dich zugerannt kommen. Kann sein. Leute, ein Cut. Mal wieder. So. Bin zurück. Bin meine Punkte wieder geholt und bin jetzt in den Raum davor gegangen. Und hab auf dem Weg eine gezackte Geisterklinge eingesammelt. Ich mal gucken, ob die gut ist. Nee, die ist eine Scheiße. Ah. Okay, dann behalte ich sie für den Notfall, oder? Ja, genau. Falls ich keine Wanderflüche mehr habe, weil damit kann man die Geister anscheinend auch so angreifen. Und mir wurde gesagt, ich soll am besten einen Kamin suchen, bei dem es dann weitergeht. Und siehe da, ich habe einen Kamin gefunden. Und ich bin auch voll. Und die Wanderflüche sind aufgebraucht. Gut, dann muss ich sie halt nochmal. So, und dann gehe ich jetzt mal schnell hoch. Und da geht es anscheinend weiter. Oh Gott. Okay, und ich werde jetzt eine ganz billige Abkürzung nehmen, weil ich ja hier drin jetzt das Wasser mittlerweile abgestellt habe. Alter, das sieht gruselig aus. Da hinten steht eine schwarze Gestalt. Geh einfach mal hin und sprich ihn an. Ach, das ist kein Böse. Wenn er so rötlichen Anzug hat, dann... Ja, ja. Hallo, ja. Wer bist du? Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the 4 kings whom I guard over. This is the key to the seal. Siegelschlüssel. Ah ja. The 4 kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Okay, er hat gerade vom Artorias erzählt, der den Abgrund überwunden hat, was ja im DLC irgendwie anders dargestellt wird. Genau, im DLC erfährt man die Wahrheit, dass Artorias den Abgrund nie geschafft hat. Und deswegen haben wir das mal so schnell gemacht. War der Kampf gegen Manu. Ach so. Na dann. Okay, jetzt wieder runter und dann ein Stück zurück. Hops. Alles klar.
Komme ich denn hier zurück? Oder kam ich hierher? Nee, das ist der Gang mit dem. Ja. Schön, dir zuzuhören. Warum, weil ich so viel rede? Oh, ich meine, du so verpeilt da durchläufst. Ja. Aber bei mir war es auch mehr Zufall als sonst was. Nee, hier bin ich komplett falsch. Hier war ich noch gar nicht. Die Schandstadt. Wo kam ich denn her? Oh Gott, ich hasse solche Orte. Ja, ich renn gerade wieder in der Schandstadt rum. Was machst du in der Schandstadt? Ich gehe zu dieser Tussi, die uns die Pyromantien verkauft. Ah. Da die uns ja einmal einen Auftrag erteilt hat, die sollen ihre Schwester besiegen. Ihre Schwestern. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Stimmt. Das haben wir ja getan. Oder? Ja. Und dafür haben wir eine Pyromantie bekommen. Ah ja. Oh, kam ich hier jetzt her? Ja, und somit habe ich jetzt auch alle Pyromantien. Das ist schön für dich. Ich habe gerade total den Durchblick verloren. Versuch einfach, dich irgendwo durchzubringen. Ah, im Übrigen werde ich mal meinen Kartenpatten, weil egal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Dein Kartenpatten. Ja, ich bin schon. Ja, ich habe hier nur gerade die Zeit gesehen. Das ist schon fast 19 Minuten. Echt? Ja, ach, das stimmt. Ja, ich hab ja gecuttet. Bei mir ist es ja, also meine Aufnahme läuft ja jetzt noch gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, du wirst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr haben. Ja, wahrscheinlich. War ich hier? Kam ich hierher? Alter. Ich glaube, das war doch. Ja, genau. Hier war der Nebel. Genau. Hier habe ich den Nebel aufgelöst. Genau, da wollte ich nicht mehr. Ja, genau. Links? Das ist links. Ja. Du hast ja gesagt, da wo der Hebel war. Genau. Ich übersehen habe. Aber ich finde den Hebel nicht mehr. Egal. Durch den Nebel und dann links. Dort geht eine Treppe nach unten. Ja, bin ich ja. Vorgestellt. Ich bin wieder in dem Scheißraum mit dem Kamin, ey. Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Zurück in den nächsten Raum? In welchen? Du bist in dem Raum, wo Kamin ist, ja? Ja, jetzt bin ich Dann gibt es nur den Weg nach oben und den Weg zurück. Ja. Dann geh zurück in den letzten Raum. Ja, bin ich. So, jetzt hast du nach vorne den Kamin, links und rechts den Weg. Ja, von links komme ich doch gerade, oder? Ja, du gehst jetzt nach links. In den Raum wieder rein, in diesen Gang. Ja. Und diesen Gang läufst du durch. Das ist eine Treppe, dort läufst du nach unten. Und dort ist der Hebel und wenn du an dem Hebel vorbeiläufst, weiter runter... ist zur linken Hand die Tür, die du aufschließen kannst mit dem Bibelschlüssel. Gott, ich bin so gut. Du bist ein Nerd, das ist alles. Nee, ich hab den Gang gerade im Kopf, direkt vor mir. Ja, und ich lauf trotzdem falsch. Boah, ey, es ist zum Kotzen. Den Gang kann man nicht durchlaufen. Da hinten ist eine Sackgasse. Und dann ist hier noch ein Gang nach links, wo man rauskommt. Wo es ja nur noch weiter nach unten geht. Oder weiter nach oben. Stopp. Du bist in dem Raum. Ja, ich bin auch in dem Gang gegangen und da geht auch eine Treppe runter. Habe ich alles gemacht. Ja. So, und dort in diesem Raum, diesen Gang mit der Treppe nach unten... Das muss ein großes Loch in der Mitte sein, wo du schon erkennst, dass dein Fahrstuhl ist. Richtig? Nee. Also rennst du rum? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich hier vor dir rumrenne. Ich lasse ihn jetzt einfach mal rennen. Ja. Weil ich kann dir gerade im Moment überhaupt nicht weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, wo dieser verfickte Hebel ist, wo ich war. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin.
Hast du ihn gefunden? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geh nochmal zu dem Raum mit dem Kamin. Ja, du hattest recht. Das Gebiet nervt mich jetzt schon. Tausend Wege. Es gibt nichts Schlimmeres. So, hier ist der Raum mit dem Kamin. So, jetzt geh einen Raum zurück. Ich geh einen Raum zurück. So. Jetzt bist du in einem Raum, wo links und rechts ein Gang ist. Ein Gang ist. Ja. Rechts, also du guckst auf den Kamin. Rechts ist eine Sackgasse in dem Gang. Stimmt? Ja, da bin ich gestorben, weil ich da meine Seelenpunkte verloren habe. Genau. So, also gehst du jetzt links. Ja, das bin ich ja. Stopp. Du gehst bis jetzt in dem Gang. Ja. Jetzt ist zur linken Hand die Tür, wo es rausgeht, ne? Also im Torbogen. Ja. So, und du gehst geradeaus und dort gehen Treppen nach unten, stimmt? Ja, da war ich doch eben. So, dort läufst du runter, bis du vor einem Loch stehst. Ja, links, wenn ich da runterlaufe, ist links noch eine Tür. Also noch so ein Torbogen. Lauf einfach mal komplett geradeaus runter, bis du vor einem Loch stehst. Was für ein Loch denn? Da muss ein Loch sein. Meinst du oberhalb der Treppe? Ja, da ist ein Loch über der Tür. Hier gibt's kein Loch. Hier gibt's nur einen großen Torbogen am Ende der Treppe unten und da drüber ist ein Loch in der Wand. Nee, Loch in der Wand hat das ja gar nichts zu tun. Ich muss doch direkt vor dir sein. Also du bist jetzt gerade die Treppe nach unten. Was ist jetzt da? Wo kannst du lang gehen? Ich kann geradeaus weiter, aber dann rechts um die Ecke oder links zu einem Torbogen raus. Und wenn ich da raus... Ich gehe mal links zu dem Torbogen raus. Ja, dann kann ich nicht zurück, weil hinter mir eine kaputte Treppe ist. Ich kann dann also nur noch geradeaus. Dann ist links von mir eine Treppe, die weiter nach unten führt. Und rechts von der Treppe, die weiter nach oben führt. Ja, lauf da mal lang. Ist da irgendwo eine Kugel, wo du einsammeln kannst? Ja. Dort ist eine grüne Scherbe drin. Ja. Ja. Dann läufst du jetzt mal dort ein Stück zurück und läufst weiter quasi. Weiter hoch. Weiter hoch müsste eine weitere Kugel kommen irgendwann. Ja. Ja, und jetzt läufst du dort runter. Moment, ich muss den Part eh erstmal beenden. So, das war's erstmal. Freut euch in den nächsten Parts darauf, wie ich noch weiter hier rumeier und den Weg nicht finde und immer genervter werde. Und ich werde versuchen, dich weiterhin durchzulotsen, wo ich den Weg doch nicht mehr so ganz im Kopf habe. Ja, egal, wir werden sehen. Deswegen war's das erstmal und bis dann.